Man sagt, dass ein jeder Krieg auf dem Amboss der Ehre gewonnen wird. Andere glauben, dass nur Geduld und eine gute Strategie zum Sieg führen. Krieg ist Täuschung und wird aus den Schatten heraus gewonnen. Nur Stärke und ungezügelte Macht sichern die absolute Überlegenheit. Doch natürlich könntet ihr all das auch vergessen und einfach Spaß haben. Hearthstone. Heroes of Warcraft. Ja, hallo liebe Leute, groß und klein. Ab heute ist Hearthstone Time. Ja, wie schon auf meinem Kanal geschrieben, ich habe endlich einen Beta-Key bekommen. Ja, und ab jetzt gibt's täglich Hearthstone-Videos. Ich werde auch das Tutorial hochladen, denn bis auf die drei Videos, die damals zu der Pax East vorgestellt wurden, habe ich mir noch überhaupt nichts angeschaut dazu. Ich wollte mir einfach da nicht Spaß und das alles verderben und ich will das wirklich alles selbst erleben. Und ihr seid die Glücklichen, ihr könnt das alles mit mir erleben. Ja, ich wollte eigentlich gestern schon aufnehmen, da gab es kleinere Probleme. Jedes Mal, wenn ich hier zum Starten klicken hingeklickt habe, ist dann irgendwie das Spiel eingefroren. Gab heute um 1 Uhr in der Früh Wartungsarbeiten und ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Also, schauen wir mal. Wir sehen uns gleich wieder. Oh, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Es leuchtet blau, das hat es gestern nicht gemacht. Kostenlose Karten. Was sagt man da? Nehmen wir gerne. Oh, coole Animation. Was haben wir denn da? Oh, ein neuer Herausforderer. Es ist Jaina Prachtmeer, die Magierin. Wer nimmt diese Herausforderung an? Oh, die Plage Elbins. Hogger, der Knoll. Kommt her! Kommt her! Besiegt Hogger, spielt Diener aus und benutzt sie, um Hogger anzugreifen. Verursacht genug Schaden und ihr gewinnt. Na gut. Lasst den Kampf beginnen! Oh, ist ja auch unfair. Ich habe da 27 Leben und der nur 10. Ich brauche Diener, die für mich kämpfen. Aha, gut, Schaden, Leben, gut, das haben wir eh schon. Zack. Spielen wir mal einen Murloc. Glaub's dann. Ihr seid an der Reihe, Gnoll. Nun zumindest hat er diese Runde keine Karte ausgespielt. Falls euch das Leben ausgeht, verliert ihr. Ne, okay, das ist irgendwie logisch, oder? Ein weiterer Diener. Hervorragend. Sehr schön. Blut zum Verabloch. Wisst ihr was? Dann spielen wir auch gleich. Die Frage ist... Ihr seid genau da, wo ich euch haben will. Diener müssen eine Runde warten, bis sie angreifen können. Dieser Diener wurde in der letzten Runde ausgespielt. Aha, das heißt, der leuchtet grün mit dem David schon. Ah, sehr gut. Dann zeigt er mal gleich an, dann würde ich töten. Gut, dann kriegt mal den an. Ich wollte eigentlich gleich auf den Hocker gehen. Fertig! Noch zwei Knolle. Zwei Karten? Er hat wohl eine aufgespart. Tja. Hm. Soll ich einen Gnoll angreifen oder Hogger selbst? Tja. Gute Frage. Greift man gleich einen Hogger an. Es ist logisch, wenn Hogger das Leben ausgeht, gewinnt er. Na klar. Ich habe gesehen, man kann nicht irgendwas machen. Ja, genau so. Sachen kaputt machen. Zack, da wird dieser Rubin raus. Kann man im Wasser rumplätschern, bis der Regenbogen kommt. Und hier. Ah, hier kann man Feuer machen. Oh, man kann auch diesen. Ah, Pelz wenden. Da bekommt er andere Farbe. Auch nicht schlecht.
muss sagen, so spielbrettmäßig haben die sich sehr viel Mühe gegeben. Ach, wisst ihr was? Ich spiele einfach jetzt das Kompromiss-Gauchlauf. Was? Das Feuer ist ausgegangen. 5 Angriff? Das Ding ist riesig. Ich kann entweder den Riesengnoll ausschalten oder seinen Meister angreifen. Ja, was macht man? Was macht man den dann, oder? Job's done. Hocker zerquetscht, du hast 4 Schaden. Ihr seid mein nächstes Ziel, Hogger. Eine Zauberkarte. Sie kann nur einmal verwendet werden, also sollte ich sie überlegt einsetzen. Verursacht 6 Schaden. Zack, dann haben wir ja schon gewonnen dann. Ja gut, das war jetzt noch einfach und ich vermute mal, da hat man die Karten jetzt so zugeschanzt bekommen, dass man da ganz sicher gewinnt und gleich mal ein Erfolgserlebnis hat. Belohnung! Oh ja, zieh 2 Karten! Aha. Gut. Zurück ins Verlies mit euch, Hogger. Ah, Milhouse Mana Sturm kommt da jetzt. Wunderbar. Angriff, Leben. So. Gut. Jaina gegen Milhouse Mana Sturm! Setzt euer Mana effizient ein, um diesen nervtötenden Gnom zu vernichten. Okay. Jaina, macht euch bereit für einen Kampf mit dem mächtigen Milhouse Mana Sturm! Ihr seid zuerst dran, sehr schön. Was? Ich wollte anfangen! Gut, ich würde sagen. Okay. Da fahren wir am besten gleich an Hörlock hin. Job's done. Was für ein Diener ist das denn? Ein Hörlock? Lach nicht so blöd. Oh, diese Karte ist der Wahnsinn! Wartet nur, bis ich ein wenig mehr Mana habe. Ach, mein Mana ist wiederhergestellt. So, was steht hier? Eure anderen Diener haben plus 1 Angriff. Aha, kostet 3 Mana dann. Raptor hier beschwören. Ja. Sagen wir mal ja. Ach, ich kann noch angreifen. Gut, greif mich an. Hört auf, mich anzugreifen. Ich will dieses Spiel gewinnen. Tanz mich mal. Noch ein Mana. Aufgepasst. Wisst ihr, wie sich das anfühlt? Nein, wie? Wie ein Sieg! Keine Intelligenz, zieh 2 Karten. Oder ich mach den hier, dann zieh ich lieber 2 Karten. Aha, plus Kokobisk. Und Blutsumpf-Raptor. So. Hey, pass doch den Schnurrbart auf! Ach du hässliches Mondo. Das wird euch gefallen! Kann natürlich sein, dass jetzt der Ton noch etwas zu laut ist, aber ich traue mich nichts mehr an den Einstellungen machen, weil das ist mir gestern auch jedes Mal das Spiel eingefroren. So. Nochmal Schlachtzugsleiter, na, dass ich's rausbringe. Oder ich könnte jetzt auch schon den Feuerball wirken. Der natürlich dann 6 Schaden macht. Wisst ihr was? Scheiß drauf. Yeah! Warte nur mein 9 Leben! Wartet nur, bis ich 10 Mana habe! Ja, so weit lasse ich ja gar nicht kommen. Ich habe nur 5 Mana! Schnell! Ich will unbedingt diese Karte ausspielen! Ah, jetzt habe ich diese Arcane-Explosion. Fügt allen Dienern 1 Schaden zu. Okay, 3 Mana hätte ich jetzt. Plus ein Angriff.
den aus. Den aus. Schon, komm schon, komm schon! Jaina, auf euch wartet nur das Verderben! Jetzt hat der einen Feuerball, der Arsch. Ja, das ist ein Arsch. Ein Murloc-Räuber. So. Nehmt das! So, die Frage ist, darf ich denn jetzt nochmal ausspielen? Das würde mich jetzt interessieren. Nehmt das! Natürlich! So. Den ist er! Sehr schön! Klick, um fortzufahren. Oh, wieder zwei Karten bekommen. Kampfschrei. Zieh eine Karte. So, so, zweimal gleich. Na gut. Wer kommt denn jetzt? Ihr werdet von meinen Anwälten hören! Ah, der Lehrensucher Joe. Ja, was hat denn der drauf? Jaina gegen Lehrensucher Joe! Wenn Diener sich bekämpfen, dann erleiden beide Seiten beide Schaden. Ah, okay. Oh, Jaina. Freut mich, euch zu sehen. Lehrensucher Joe. Zeigt mir, was ihr gelernt habt. Ich werde euch nicht schonen. Gut, gut. Machen wir gleich mal ein Murloc hin. Job's done. Ich bin vielleicht nicht so geschickt mit Schwert und Bogen, doch habe ich viele Freunde. Ja, Lehrensucher. Ladarenspeer. Okay, okay, okay. Ist das Feuer wieder ausgegangen? Da zuerst. Tatsächlich bekommen beide Schaden. Ein einziger Schadenspunkt kann den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen. Ich zolle euch Respekt. Shadow Barmage. Nochmal den Schlachtzugsleiter. Nehmt das! So. Job's done. Haben wir ihn schon mal ein bisschen runtergeprügelt? Ah, okay, das verschwindet automatisch, wenn dann der Diener stirbt. Alles klar. So, 4 Punkte habe ich jetzt inzwischen. Was machen wir, was machen wir, was machen wir? Wenn ich den mit denen angreife, ist der auch wieder hin. Oder ich spiele den auch noch aus, dann hat der einen Angriff mehr und ich gehe wieder auf den Joe. Schwierig, schwierig. Oder ich gehe nur auf den Joe. Und holen wir noch einen Diener her. So. So, ich könnte die jetzt auch noch spielen, aber die sparen wir uns jetzt mal. Ja, Lehrensucher. Und da ein Speer. Ach, vielleicht ein Diener plus zwei. Aha, zwei Angriff, zwei Leben. Okay, 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 okay. Ich habe 5 Punkte. Soll ich die noch ausspielen? Nehmt das! Bitte ich die
auch kaputt machen. Ach, scheiße. Will ich nicht. Machen wir die einfach da. Oh, ein geschickter Zug. So. Wäre doch gelacht, wenn man das nicht gewinnen würde. Noch ein Shadowfahren-Mönch. Ah, haha, ihr könnt mich nicht treffen. Für den Moment. Ja, leeren Schuhe. Erst schlage ich eure Truppen, dann euch. Ich kann doch hier sicher schauen, was er so gemacht hat. Joe kann nicht angegriffen werden, bevor ihr seine Diener erledigt habt. Aha, okay. So, ziehen wir mal zwei Karten. Aha, Magma-Wüter. Ein Oasenschnappkiefer. Zwei Angriff und sieben Leben gleich. Aha, den können wir jetzt noch nicht ausspielen. Der hat fünf Angriff. Ein Leben. Hm, wenn ich den anspiele, könnte man natürlich jetzt gleich wieder hin sein, da er nur ein Leben hat. Schwierig, schwierig. Ich spiele jetzt mal nur den Murloc aus. So. Hat jemand den Arzt gerufen? Das ist zwei Leben wieder her. Na brav. Ich habe neue Freunde kennengelernt, die sowohl heilen als auch kämpfen können. Gute Doktor. Kampfschrei, zieh deine Karte. Oasenschnappkiefer. Gut, dann werden wir jetzt den mal spielen. Überlege ich jetzt, den hier auch zu spielen. Weil der einfach leicht hingemacht werden kann. Machen wir mal Kampfschrei. Ich hoffe, dass ich meine Erfindung gefällt. Job's done. Fügt dem feindlichen Helden 3 Schaden zu. Aha. Nicht schlecht. Furcht führt zu Wut. Wut führt zu Hass. Ah, der hat jetzt Hass führt zu Bauchschmerzen. Krieg sollte immer das letzte Mittel sein. Ihr seid naiv, Lehrensucher. Vielleicht. Machen wir mal den hier. Dann würde ich sagen, geht mal den da. Die Frage ist, ob das jetzt überhaupt geht, wenn der da oben schwebt. Ich muss jetzt die Diener kaputt machen. Dann lassen wir das mal. Feuerball wird dann auch nicht gehen. Ihr seid sehr stark. Oh. Ihr seid ganz schön mächtig. Hey, jetzt ist er wieder da. So. Und so. Sie werden nicht wissen, wie ihnen gestorben dann. Gut, jetzt hat er nur mehr 10 Leben. Ich bin gerade überlegen, ob ich das Tutorial jetzt aufteile oder das komplette Tutorial gleich auf einmal bringen. Oh. Was glotzt denn so? So, jetzt ziehen wir noch 2 Karten. Feuerball. Oh, wieder das. Sehr schön. Der hier gehört mir. So. Ja, den muss ich machen. Der macht viel Schaden. Der hätte mir sonst auch eine Karte kaputt gemacht. Im Prinzip wäre es jetzt eh scheißegal gewesen. Hätte ich gleich können auf den Joe gehen. Ich zolle euch Respekt. Schubabendisch. Zieh eine Karte. So. Sie werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Und jetzt noch das. Und jetzt noch das. Und hin ist er. Ihr seid wahrlich gut. Ja. Gut, 2 Tutorials kommen ja jetzt noch. Dann würde ich sagen,
machen wir hier einen kleinen Cut für die erste Folge. Ich meine, vielleicht lade ich heute gleich beide Tutorials hoch, damit wir dann gleich mit den richtigen Matches loslegen können. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, macht's gut, ciao, euer Graphus. So, mein, doch noch nicht ciao, wir haben wieder zwei Karten bekommen, Ansturm zweimal. Es war mir eine Ehre, Lehrensucher. So, gut, in der nächsten Folge treffen wir dann auf König Muckler. Also, macht's gut, ciao, euer Graphus.